Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag. Ja, es ist schon Donnerstag, der 9. Februar, und ich grüße Sie ganz herzlich, um am Morgen mit mir gemeinsam mal auf den Markt zu schauen. Und dieser Markt veranschaulicht uns hier ein Stück weit, wie man es denn so schön nennt, Risk-on. Die Aktienmärkte, die Indizes steigen in froher Freude, und der Yen schwächelt dementsprechend als sicherer Hafen sozusagen jetzt keine Anlaufstation. Und ja, wir sehen entsprechend hier die Währungspaare, die in Yen gehandelt werden, auf der vordersten Front, und ganz vorne dabei das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen und auch der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier unter den Top 3 sozusagen. Das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Speziell, Sie sehen es an der Headline: Euro Yen, British Pound Yen ist das, was wir uns jetzt mal näher ansehen wollen. Denn es ist hier möglicherweise an der Zeit, eine Gegenbewegung einzuleiten. Also, ergo, die Aktienindizes dürften möglicherweise weiter zulegen und der Yen hier entsprechend schwächeln. Wir hatten vor nicht gar so langer Zeit auch hier beim Devisenradar den Euro gegenüber dem Yen dargestellt. Hier mal der Blick auf den Wochenchart. In dieser Zone, die hier als grüner Balken zu sehen ist, war auf eine mögliche Umkehr spekuliert. Dieser blaue Pfeil ist hier schon eine Zeit lang existent. Insofern sieht das mal ganz gut aus, dass wir von diesem Level tatsächlich zurückkommen können. Damals auch im Devisenradar eine Short-Chance skizziert unterhalb des Levels von 123 Yen. Das ist hier oben der Widerstandsbereich, der, sofern er denn nicht überwunden wird, den Bias hier auf der Short-Seite definitiv beflügeln lässt. Jetzt aber aktuell, wie gesagt, das war die damalige Einschätzung, Chance-Risiko-Verhältnis über 2 zu 1, fantastisch, sowas muss man handeln, hatten wir uns gestern auch im Devisenradar-Webinar nochmal angeschaut, die Situation, und insofern auch hier die Annahme, dass es durchaus auch noch tiefer gehen könnte. Dennoch, und das ist beim Euro-Yen interessant, wir sind hier am 38er FIBO-Level aufgesessen und haben auch hier, ja, nach CHV-Gesichtspunkten, Sie haben es gerade gesehen, ein Optimum an Abwärtsimpulsen vollzogen, und die gegenwärtige Situation ist jetzt die, dass es hier durchaus eine weitere Erholung geben könnte. Der heutige Tag lädt zumindest dafür ein. Einen kurzfristigen Abwärtstrend jetzt hier zu skizzieren macht wenig Sinn, aber man kann auf eine Pullback-Bewegung setzen. Wir haben auch gestern hier im Stundenchart beim Euro-Yen schon das Level von 121,15 in etwa identifiziert als mögliche Widerstandsmarke. Das ist auch hier schön zu sehen. Sie sehen hier die Kerzen. Dochte, Lunden, wie auch immer, Kerzen, Schatten sozusagen der Candlestick-Kerzen hier unten in diesem Bereich. Und das ist ein Zonenniveau, wo ich meine, dort könnten wir durchaus im Laufe eines fortgeführten Erholungsimpulses landen, um dann dort wieder abzuprallen. Das ist eine technische Idee, eine Idee dessen, was passieren könnte. Ob es so kommt, werden wir mal sehen. Aber zumindest, ja, wäre es denkbar, dass wir hier dann nochmal neue Tiefs sehen, wenn der Markt eben dieses Level dann anläuft und nicht direkt überwinden kann. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn der hier rausgeht nach oben, dann sehe ich hier nochmal einen Lauf in Richtung 123. Das ist das markante eigentliche Widerstandslevel. Na, wo ist der Pfeil denn? Nochmal weg. Da oben bei 123, das ist das Niveau, worauf es dann ankommt. Hier muss man dann sehen, ob der Markt durchläuft oder abprallt. Man kann ganz klar sagen, wenn der da durchgeht, der Euro-Yen hier über 123 deutlich, 123,30, 123,50, dann haben wir sicherlich deutliches Potenzial auf der Oberseite. Dann geht es ja, dann geht's ein Stück weiter rauf, und das relativ schnell Richtung 127, 28. Da haben wir hier oben diese Zonen, die man dann sicherlich sehr schön anlaufen kann. Beziehungsweise, was sage ich, der Euro gegenüber dem Yen anlaufen kann. Aber irgendwie mag der Fahrt heute nicht so, wie ich will. Nochmal Versuch, graue Option. Also erstmal abwarten, was da passiert. Scheint aber auf jeden Fall kurzfristig hier ein gangbarer Weg, und das mal hier die Tendenz zum Euro-Yen. Also wie gesagt, bin da noch ein bisschen skeptisch, dass der hier jetzt direkt nach oben durchrauscht. Hier bei 121,15 könnte man Short suchen oder nochmals bei 123. Aber je häufiger so ein Widerstandslevel angelaufen wird, möglicherweise knallt er dann doch irgendwann durch, und dann haben wir das Dilemma. Grundsätzlich aber hier die Saisonalität mit Blick mal auf die 20, gucken wir mal auf die folgenden 40 Tage, sehen wir, dass wir ja zumindest bis in den März, Anfang März hinein, eigentlich einen relativ bullischen Bias haben.
was jetzt beflügeln würde, dass wir hier nochmal nach oben laufen. Aber so richtig dynamisch sehen Sie an der Punkteskala ist das Ganze nicht. Also die Saisonalität selbst würde ich jetzt hier nicht übergewichten beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Achten Sie aber auf die 121,15 Roundabout. Wenn wir uns dahin erholen, wird es spannend. Neues Tief unter dem gestrigen wäre natürlich dann hier sozusagen prozyklisch als weiterer Short Move zu werten. Hier nochmal der Blick in den Stundenchart. Ja. Also Resistant Level 3 anhand des Pivot Points 120,83. Fuzzy-Vektor-Logik spuckt heute nichts aus beim Euro-Yen, also insofern hier rein technisch orientiert, das ist die Widerstandszone, die hier zu beobachten ist und die durchaus anzulaufen wäre. Vom Wochentag her, Sie haben es gerade vielleicht schon gesehen, zum Wochenausklang hier am Donnerstag, Mittwoch eigentlich der stärkste Tag, relativ gut, Freitag dann eigentlich tendenziell schwächer. Gut, Euro-Yen, denke ich mal, auf jeden Fall ein Blick wert. Und dazu jetzt auch der Sieger aus der heutigen Heatmap bislang, British Pound-Yen. Auch hier die Situation, dass wir das 38er-Level touchiert haben. Machen wir mal hier das, also 38er-Level, diese Aufwärtsbewegung hier seit Ende letzten Jahres. Hier ist die Zone, die wurde touchiert. Auch hier grandiose Bewegung. Ja, auch hier, ähnlich wie beim Euro-Yen, wenngleich das eigentliche Hoch höher lag, haben wir aber hier so einen horizontalen Widerstandsbereich, der ganz wichtig ist. Ähnlich dem Euro-Yen. Das kann man hier sozusagen adaptieren. 144, 60, 144, 70, das ist das Level, wo er sich hier punktuell nochmal den Kopf gestoßen hat. Und das ist ein Niveau, was sehr, sehr interessant ist. Auch hier anhand dieses Abwärtsimpulses, hier abgeleitet die Fibonacci-Levels, da waren wir auch im 61er-Niveau. Und die Idee damals auch, eben hier einen Anlauf zu sehen und abzuprallen. Und auch das ist exakt geschehen. Also ich muss schon sagen, das war unter Swing-Gesichtspunkten eine sehr, sehr schöne ja, Bewegungsstruktur, die wir hier vorab schon eingefangen haben und eben auch skizziert haben. Deswegen sehr, sehr schön, wenn es funktioniert. Ansonsten, ihr wisst das, liebe Leute, ihr könnt euch eigentlich nur mit guten Chance-Risiko-Verhältnissen segnen und auch hier immer eure Stops im Griff halten. Und ansonsten sei noch mal kurz darauf verwiesen, wenn ihr fair und transparent handeln wollt, ohne irgendwelche Casino-Spielereien oder Inhouse-Handel gegen den Kunden zu handeln, dann wisst ihr, wo ihr handeln müsst, JFT Brokers. Und wir haben das Ganze mit dem Post-Trade-Report auch nachweislich für Sie, dass wir hier nicht an den Ausführungszeitpunkten Preisen oder irgendwelche Slippage-Ausdehnungen da mit Ihnen spielen. Hier wird ganz klar am Interbankenmarkt ausgeführt und das heißt, Sie handeln mit Goldman Sachs, Bank of America und den großen Big Banks aus dem Interbankenmarkt. Ja, das ist hier ganz klar bei uns das Motto, mit Ihnen zusammen hier erfolgreich zu sein. Deswegen suchen Sie sich auch den des Partners aus, der passt. Und wenn man dem britische Pfund gegen den Yen handeln will, in dem Fall zum Beispiel auch auf ein mögliches Longset abgezogen, dann muss man auch hier sagen, gibt es eigentlich nur den Weg, hier mit der vollen Transparenz bei JFD zu handeln, um jetzt hier möglicherweise den Move nochmal hier in Richtung 144, 60, 70 mitzunehmen. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, dass der hier hochlaufen könnte. Also hier sich weiter erholt. Pfund heute eh stark. Ja, wir hatten da ja das Ende der Brexit-Sitzung sozusagen. Da gab es ja auch gestern, vorgestern den starken Move dann am späten Abend. Also hier bullisch für das britische Pfund sozusagen. Aber das wird sich eh noch eine ganze Zeit ziehen und immer wieder Auf und Abs geben. Das ist gar keine Frage. Ein Stück weit politisch getrieben alles. Aber grundsätzlich sieht auch das jetzt hier relativ bullisch aus. Geht er über 144,70 deutlich raus, dann sehen wir sicherlich die Hochs vom Dezember. Eine ähnliche Struktur hier praktisch wie beim Euro-Yen. Also kurzfristig sehe ich hier wirklich Potenzial nach oben. Und wenn er dann ausbricht, ja, dann sehen Sie, haben wir hier noch eine Abwärtstrendlinie. Comment, zoomen wir uns mal ein Stück weit raus aus dem Chart. So, wäre das dann hier praktisch aus 2015 schon länger herrührend, ein Level, was dann angesteuert werden könnte. Ja, neues Tief wäre dann auch hier wieder prozyklisch zu shorten, aber aktuell, wie gesagt, sieht das mal nicht schlecht aus, dass wir hier nach oben laufen könnten. Die Saisonalität selbst beim britischen Pfund, wir gehen mal hier in die 7 bis 22 Uhr beschauen, um die Primetime abzufassen. Ja, so richtig, richtig bullisch wirkt das nicht im Gegensatz zum Euro-Yen. Also das heißt, das kann, wenn es jetzt einen schönen Erholungsmove noch zum Februar oder im Februarverlauf gibt, können es dann aber hier oben wirklich schon dünner werden. Und wir werden das beobachten. Wie gesagt, so ganz klar ist das noch nicht, dass wir hier deutlich nach oben laufen. Die Chancen sind gegeben. Kurzfristig ja. Ob das hier noch ein großer Move wird, ähnlich wie beim Euro-Yen über die 123 deutlich raus, das muss man erst mal sehen. Auf jeden Fall spannend. Schauen wir nochmal hier auf die Tagesstatistik. Hier haben wir zum Wochenausklang auch der Freitag hier ein Stück weit schwächer, Donnerstag generell aber auch positiv wie beim Euro-Yen. Also Augen auf, was hier abgeht. Ich denke, das sieht ganz gut aus kurzfristig und ansonsten müssen wir mal bewerten, wie die kommenden Tage so weitergehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim Trading, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder. Ihr Chris Kämmerer und tschüss.